Ich glaube, ich bin aber den. Und die kann da einfach vorbeilaufen, oder was? So, bevor ich dir folge, da hinten ist noch eine. Schön im Verdauungssaft baden. Lecker, lecker, lecker. Halt dich bereit. Wir sind genau über diesem Ding. Sei bloß vorsichtig. Vertrau nichts und niemandem. Jede Pflanze könnte verbunden sein. Wo zur Hölle marschieren wir hier rein? Keine Ahnung. Aber von der Scheiße, die ich hier unten gesehen habe, würde dir der Arsch auf Grundeis gehen. Ach du Scheiße. Ich würde gerne mal versuchen, solange wir hier noch einigermaßen safe sind. Kann man diese Viecher hier... Ah. Haben wir hier irgendwo einen Explosiver? Nee, ne? Nee. Na toll, die anderen Schwärme haben wir natürlich alle übersehen vorher, aber naja. Vielleicht beim Let's Replay, wenn wir Let's Replay machen von Bulletstorm, dann können wir auch alle Schwärme umbringen. Und mal versuchen, alles kaputt zu kriegen. Und vielleicht ein bisschen eleganter als diesmal. Oh, da ist eine Versorgungskapsel. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Dieser Garten, das Zentrum des Atriums. Genau wie der, in dem Ishii verschwunden ist. Ach du Scheiße. Keine Reaktion? Hehehe. Waffen. Also Muni und Muni. Hallo Endgegner! Scheiße! Ishii Signal ist direkt da runter! Hat ihn vielleicht ausgeschüttet? Hör auf mich auf, runter zu wollen und schießt! Ach du Scheiße! Verdammt, ich seh dich! Ja! Ja, ja, ich mach ja schon! Mann, Mädel! Ah, wie das stinkt! Oh, wie Eierfurz! Ah. Ja. Ja, los! Oh, nicht nachladen! Ab dafür, ab in Arsch! Ah ja, ist leicht gesagt.
Ja, Mann! Ich hab meine neuen Wanderschuhe an! Die sind frisch gewichst! Ja! Alter Mundgulli! Jetzt reicht's aber! Verzeihung, Drill Sergeant, aber ich weiß schon, was ich tue. Ja! Scheiße! Was war das denn? Scheiße! Oh, ich dachte, ich wäre mies genug aufgewacht. Bleib in Bewegung! Du willst bestimmt nicht im Maul von diesem Ding landen. Mutti, bist du das? Okay, der Master versucht, dich zu regenerieren. Und das Ding mit allem voll, was du hast, jagt die Tentakel zur Hölle. Die Tentakel gesetzt? Das ist echt widerlich. Wie soll ich es nennen? Blumenstrauß oder was? Boah. Boah. Nein! Ja. Boah. War's das endlich? Das gibt's doch nicht. Mach nicht so einen Wind! Na los, Schwester, folgen wir ihm. Tolle Idee. Vierter Akt, Kapitel 3. Es will unbedingt einstürzen. Ja, das war ja gerade mal also meine Fresse. Also hallo und holla die Waldfee. Ich werde nie wieder zu Hause meine Blumen gießen. So viel steht fest. Was für ein Gestank! Ishi ist in Pflanzenkacke gelandet. Aber nicht die Ohren vergessen, kleiner Waschbär. Willst du mal in diesen Haufen? Nur weiter so! Ich schätze, eine Drohung ist fast so gut wie ein Dankeschön. Ja, bon Appetit! Rach der Restauranttester. Na, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, verdammt. Das nenne ich tief. Das eingestürzte Gebäude. Das ist unser Weg darüber.
grenzt doch an Selbstmord. Wirklich? Ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, das ist die Antwort eines echten Kerls. Ich will dich einfach nur beeindrucken, das ist alles. Beeindrucke mich, indem du dranbleibst. Ray, wegen dem, was da passiert ist. Ich weiß, du kämpfst gegen die AI. Und ich weiß, du gibst dein Bestes, Kumpel. Oh, Versorgungskapsel. Oh. Noch eine Versorgungskapsel. Überreste von Operation Anarchy. Klär uns mal auf. Ich nehme an, ihr erinnert euch an General Serrano. Oh ja. Serrano sollte hier unten sauber machen. Er hat befohlen, die Mutanten und die Gangs auszulöschen und die Stadt intakt zu lassen. Aha. Er beschloss, bei diesem Auftrag ein paar Final Echo-Kandidaten zu testen. Ich habe hier vor einem Jahr eine Einheit angeführt. Und dein Squad hat echt einen erstklassigen Spitzenjob abgeliefert. Hier ist alles blitzblank. Mission erfüllt. Wir hatten die Situation unterschätzt. Nur wenige von uns schafften es zurück. Operation Anarchy war ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße? Zuteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel Nachschub holen konnte. Herausragende Soldaten bekamen Nachschub. Die anderen nicht. Darwin wäre stolz auf euch gewesen. Tja, dann mal gucken. Was haben wir denn da? 5600 Skillpunkte, aber wir haben ja gerade nur gegen Big Mama gekämpft. Was kriegen wir denn hier? Ach, der Bouncer, den haben wir noch gerade am Start. Da können wir jetzt den Zugriff drauf holen. Peitsche würde ich gerne mal hier und auf jeden Fall sollten wir langsam mal wieder irgendwo eine Ladung freischalten beim Screamer. Was haben wir denn da? Feuert ein raketenbetriebenes Leuchtgeschoss auf das Ziel ab, das in die Luft geschleudert wird und bei seiner Explosion nahe Gegner in Brand steckt. So, nehmen wir erstmal das, dann schalten wir hier noch die Ladung nicht mehr frei. Dann kaufen wir hier aber auf jeden Fall Muni. Und hier Munition voll, Magazin kaufen, 8 von 18 können wir auch mal kaufen. Und das war's erstmal, 620 behalten wir jetzt. Oh, ob da noch ein Zimmer frei ist im Hotel? Sieht auf jeden Fall einladend aus. Vor allem auf den Room-Service bin ich gespannt. Ach du Scheiße, ich sehe da hinten schon. Einladende Kabel. Alter, das sieht schon sehr geil aus. Ja, und sie sind voll motiviert. Sie versuchen, unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Ach, ist ja auch geil. Ist fast ein bisschen schade, dass man so schnell durchracen muss, weil... Also ganz ehrlich... ganz ehrlich, ich finde die Aussicht hier auch so geil einfach. Ich würde am liebsten hier noch die ganze Zeit rumgucken und euch voll quatschen damit, wie geil ich hier die Aussicht finde und die Levels und so. Das ist er. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Ja, Freunde, war schön mit euch.